Hi Leute, herzlich willkommen. Wir sind hier direkt weiter. Ohne Unterbrechung, ohne Pause. Zwei Knopfdrücke. Und wir sind gerade dabei, das Aquädukt zu infiltrieren. Damit sie unsere Leute in Ruhe lassen und nicht hier mit Pfeilen nerven. Oh, bop. Weiter oben sind wir. Ich finde, das ist so hammermäßig detailgenau, ne? So wie die das hier gemacht haben, das ist ja herrlich, ey. Oder wie die... Was kann ich gucken? Ja, okay, kennst du das? Ich habe dem gesagt, ihr könnt weiterlaufen, jetzt laufen sie weiter und sterben hier. Total schade. Wieder ein Centurio, der sie alle in den Wahnsinn treibt, ey, und sie umbringen lässt. Ach, das ist diese kleine Schlampe, die gerade einen Pfeil in ihrer Hüfte stecken hat, ne? Auch nicht schlecht. Okay, ihre schnelle Combo wird mit einem heftigen Ding, ne? Epileptischen Anfall. Okay, dann haben wir erstmal einen Gesundheitsbonus. Okay. Du hättest nie herkommen sollen. Jetzt wirst du hier sterben. Ich bemitleide dich. Tonika, Tonika, Tonika. Geh weg, Junge. Au! Unschuldige Frauen und Kinder! Warst du gar ein Dialog im Kampf bei? Und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Ich hätte sie, glaube ich, jetzt angreifen können. Ich werde alles tun, um mein Volk zu schützen. Ich hätte gern einige kleine Gegner von denen, die ich hinrichten kann, um meine Gesundheit wieder aufzufrischen. War, glaube ich, ein starker Angriff von mir, oder? Ja, okay, alles klar bei dir und so. Jetzt komme ich, will sie auch mal wieder ein bisschen verletzen. Oh, okay, das war wieder meine Chance und ich habe sie vermasselt, ey, weil ich so schlecht bin. Ah! Komm, wir schaffen das beim ersten Versuch. Ich weiß das. Ich glaube an mich. Ihr glaubt doch hoffentlich auch an mich, oder? Sonst wird das nämlich nichts. Los, Junge. Wir schaffen das. Oh, nein, wir schaffen das nicht. Puh, wie hab ich denn das gemacht? Alter, das sieht echt nicht gut aus, ne? Okay. Naja, okay, ich habe ein bisschen Scheiße gemacht, das muss ich zugeben. Aber wissen wir wenigstens, jetzt wissen wir wenigstens, was auf uns dazukommt. Und die Kleine wird jetzt erstmal ordentlich den Arsch versohlt bekommen von mir. Du hättest nie herkommen sollen. Jetzt wirst du hier sterben. Ich bemitleide dich. Sie bemitleidet mich? Ich bemitleide dich, weil du so aussiehst. Umgebrochen. Unschuldige Frauen und Kinder. Und wie glaubst du, wurde euer Reich errichtet? Ja, mein Reich wurde durch ehrliche Arbeit errichtet. Wir haben euch nicht gebeten, hierher zu kommen. Ich werde alles tun, um mein Volk zu schützen. Komm, kriegst du mal ein Schwert ab, oder? Zack, zack. Alter! Plötzlich läuft. Das war das, was Vater mir gelehrt hat.
Alter, oh, null! Nein, das war... Null. Jetzt komm aber. Steh auf, du Hure. Mit deinem Zopf, guck mal, wie du aussiehst. Ach so, auf einmal. Naja, dann frischen wir mal unsere Gesundheit auf ein bisschen, ne? Komm schon. Ja, perfekt. Ich hätte es besser nicht selber machen können. Doch, habe ich aber. Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Drück ihn einfach in den Arsch. Zack, ja, siehst du, eine Sorge weniger. Bam, so wollten wir das. Einfach runtertreten, den Scheiß, den braucht man nicht. Und wie kann es sein, dass eine Frau stärker ist als so ein Typ zum Beispiel, der seine Brustwarzen sogar schon verteidigt sogar. Das muss mir mal einer erklären, ey. Er läuft wie so eine kleine Zecke. Ah, toll, ey. Wieder falsch gedrückt. Und wieder falsch gedrückt. Weil ich dachte, jetzt kommt Blau. Halt dich nicht an mir fest, Junge. Spinnst du? Das war auch wieder eine neue Combo. Rang zum Freispiel, was? Achso. Ja, der ist auch echt mit einem Schlag trifft, das ist so ein heftiger Typ. Vorwärts zum Hügel, Herr. Herr. Vorwärts! Auf einmal bin ich hier? Hä? Na gut. Sammel deine Truppen. Voll gut, ey. Euch um mich. So, jetzt aber. Halten Männer. Schilde runter. Standhaft bleiben. Schilde. Bleib zusammen, Männer. Runter. Halten. Oh. Schilde, Männer! Halten, Männer! Senkt eure Schilde! Schilde, laut! Da kommen noch welche! Formation! Testudo, halten! Männer! Bereit. Schilde! Formation, halten! Und jetzt? Halten, Männer! Halten, Männer! Schilde, die schießen auch noch. Wirft! Fertig! Jetzt! Perfekt! Ach guck mal, was kommt da auf uns zu? Na los! Im Gleichschritt! Schilde, Männer! Halten, Männer! Ziel! Stellung ist bereit! Jetzt! Na jetzt aber! Bam, 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 bam! Halt, umgefallen mit den Dominosteinen. Perfekt! Hab nur zwei Männer verloren.
Oder 5? Oder 15? Ich weiß es nicht. Mal wo? Okay, ja, okay, das war ein einziger, der dachte, er müsse den Helden spielen. Wo sind wir hier? Ich dreh mich um. Herr, Durchgang zur Rechten. Beschäftigt sie. Greift auf meinen Befehl hin an. Lauf doch. Also ich bin schon schockiert, dass die noch nicht mal diese Flanke hier sichern. Beeilen. Also die Barbaren. Sie können die Stellung nicht lange halten. Was haben wir denn hier für einen Friedhof, ey? Okay. Das habe ich jetzt verpasst, mein Pieler. Naja, ist nicht so wichtig. Solange ich mein Schwert und mein Schild habe, kläre ich alles. Na, 3 habe ich ja noch, na siehst du. Na komm! Zu mir, Männer! Vorwärts! Jetzt haben wir die. Wird ein bisschen Verluste, aber... Deswegen sind wir ja hier, um Verluste hinzunehmen, oder? Die laufen wie bei Call of Duty 1. Und was bist du für ein Typ da vorne, ey, mit so einer Mütze? Ich will auch so eine Mütze haben. Sieht cool aus, was meine. Bestimmt schon Hauptmann oder so. Er rennt einfach rein, so ein Wahnsinniger, ne? Das ist schon wieder typisch Heldenwahn, ey. Komm, komm, komm. Perfekte Treffer, so wollten wir das. Eine Gefahr weniger. Ah, fast verdrückt, ey. Fast, aber nur fast. Und los, 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 los. Du schaffst das. Los, los. Und sie stehen da, ne? Der eine hätte mich schon längst umbringen können, aber er ist so feige, Alter. Eigentlich müsste diese Mauer, die da jetzt steht, ey, übelst eingeschüchtert sein von mir, weil ich alleine hier die Situation übelst kläre, ey. Also ich hätte schon Eier flattern, wenn ein einziger Mann eine Meute in der Zahl, die da eine Mauer stellt, alleine kalt macht. Und zwar mit den abgespaceden Hinrichtungsdingern, ey. Yeah.
Das Ding ist, wenn ich gerade einen Angriff mache, dann kann ich dem nicht mal ausweichen. Ey. Guck, ich habe jetzt alles gedrückt, aber irgendwie... Alter, ich muss mal jetzt mal einen hinrichten, ey, guck mal. Lul. Jetzt! Boah, meine Gesundheit geht schon zur Neige, ey. Stirb, Römer, stirb! Komm, geh rein. Jawohl. Er hat lange durchgehalten, aber noch nicht lang genug. Stell dich da. Schlag doch auf ihn! Auf einen heftigen Angriff auf mich auszuführen. Was ist mit dir? So, meine Gesundheit ist voll. So wie wir es haben wollten. Und ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh. Mir kommt selber schon vor, als wenn ich mich permanent wiederhole. Soll ich euch helfen kommen? Oh, was ist mit euch? Also zwei mit zwei Schwertern und die brennen sogar. Hallo! Geh weg, weg. Wie gibt es ein Freund, Junge? Das kann ich jetzt gar nicht echt für gut heißen. Deswegen, wenn ich einmal so habe, dann mal, dann kommt dein scheiß Freund und rettet ihn gleich, ey. Ja! Nein! Komm jetzt, bam, bam, bam. Du mit deinem brennenden Schwert an, Junge, ich zeig dir, was ich davon halte. So, ich bin unbeeindruckt, siehst du mich? War gerade ein heftiger Leck im Video und wieder auf. Ergib dich oder deine Familie wird ausgelöscht. Sofort! Genug! Ich hätte sie trotzdem abgedolcht, ey. Sie würde mir noch kaltblütig im Rücken fallen. Grausam. Bei den Göttern. Wir kämpfen für den Ruhm Roms. Doch was für ein Ruhm ist das? Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Freunde Roms, ich präsentiere Basilius. Das ist bestimmt die Briten, ey. Sohn des Kaisers. Vitalia! Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich.
Herr, ich würde meine gerne... Meine Prätorianer übernehmen. Wachen, ergreift den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss Falls protestieren. Falls du es nicht bemerkt hast. Mein Bruder Commodus wird noch vermisst. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Okay, ich glaube, ich habe da extrem was falsch verstanden, ey. Sie ist wunderschön. Peitscht sie aus, besser redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst eintritt. Nein! Nicht, Harry! Sagst es! Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Verschont sie! Ich sage euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte. Lasst meine Tochter gehen. Ich flehe euch an. Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden, wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort. Von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Vitalion, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Und bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Ihr habt den Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmarsch! Centurio! Formation, Männer! Und keine Runden! Wir marschieren gen Norden. Ja, Herr! Ja, nicht schlecht, ne? Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Roms Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung, Glotzsprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Ja, nicht schlecht. Aber, was am Rande dieser Welt passieren wird, die Spannung ist eigentlich kaum auszuhalten. Werden wir trotzdem in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben den britischen Häuptling jetzt, so wie ich das richtig verstanden habe, gefangen genommen, weil wir ihn eigentlich mehr oder weniger tatsächlich nur mit seiner Tochter erpresst haben. Und das haben nicht nur wir so gemacht, sondern auch noch unser Kollege noch mit dazu. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute!